Es gibt die Sonata-Behandlung gegen Myome. Können Sie einmal kurz erklären, was das ist? Die Sonata-Behandlung ist eine Radiofrequenzablation. Das heißt, das Myom wird über die Einbringung von hochfrequenter Energie erhitzt und soll dadurch denaturiert werden. Mit anderen Worten, es soll zugrunde gehen. Das klingt richtig spannend. Können Sie einmal erklären, wie die Behandlung genau funktioniert? Das ist das Handstück, das Herzstück der Therapie. Für mich eine fantastische technische Leistung. Wir haben hier vorne einen kleinen Schallkopf dran. Dieser Teil wird in die Gebärmutter eingeführt und mit dem Schallkopf können wir unmittelbar an das Myom gelangen. Also dichter kommt man, glaube ich, nicht ran. Der kann abgewinkelt werden, sodass wir das Myom in seiner Ausdehnung komplett darstellen können. Wir können es fixieren mit so einem kleinen Dorn und dann können wir je nach Größe, entsprechend der Darstellung des Myoms, in einem bestimmten Areal, was genau definiert wird, mit den Elektroden die hochfrequente Energie in das Myom einbringen. Wie das genau funktioniert, können Sie sich in dem Video nochmal ansehen. Bei der Behandlung wird Sonata durch die Scheide in die Gebärmutterhöhle eingeführt. Mit dem Ultraschall wird das Myom ausfindig gemacht. Anschließend wird es gezielt erhitzt und damit therapiert. Dies führt dazu, dass sich die Symptome und vor allem die Blutungsbeschwerden in den darauf folgenden Monaten verbessern. Die Myome schrumpfen. Diese Methode ist sehr schonend und hinterlässt keine Einschnitte oder sichtbare Narben. Kann denn jedes Myom mit Sonata behandelt werden? Es können sehr viele Myome mit Sonata behandelt werden. Wir haben unterschiedliche Klassifikationen, je nach Sitz der Myome. Und es gibt eigentlich nur zwei Myome, die nicht mit Sonata behandelt werden können. Das sind zum einen die, die ganz außen auf der Gebärmutter sitzen, unter Umständen sogar mit einem kleinen Stiel dort befestigt sind. Und es sind die Myome, die ganz in die Gebärmutterhöhle hineinragen, die man dort sicher besser mit einer Gebärmutterspiegelung abtragen kann. Wie unterscheidet sich denn die Sonata-Behandlung zu anderen Therapiemöglichkeiten? Was mich so fasziniert an Sonata ist, dass es eine schnittfreie Methode ist. Der Unterschied zu allen anderen operativen Möglichkeiten, die ja auch organerhaltend durchgeführt werden, ist bei den Myomen, die auch mit Sonata zu behandeln sind, vor allen Dingen der, dass wir große Defekte in der Gebärmutterwand hinterlassen. Insbesondere, wenn das Myom sehr in die Gebärmutterwand eingelassen ist sozusagen, muss die komplett aufgeschnitten werden, das Myom kann ausgeschält werden, es wird dann wieder vernäht, es entsteht auf jeden Fall eine Narbe. Das kann insbesondere bei Kinderwunsch durchaus mal problematisch werden. Mit Sonata haben wir keinen Defekt in der Wand, der mit dem Kleinerwerden des Myoms oder ganz Verschwinden des Myoms, was auch vorkommt, dann eben nicht dieses große Risiko darstellt. Wie schnell bin ich dann wieder fit nach einer Sonata-Behandlung? Was mich selbst verwundert hat, weil ich es nicht geglaubt habe und das ich aber jetzt auch gesehen und erfahren habe, die Patientinnen sind sehr schnell wieder fit. Sowohl für ihre persönlichen Aktivitäten als auch fürs Berufsleben dauert es nur wenige Tage, bis man da wirklich wieder voll aktiv sein kann. Im Gegensatz natürlich zu operativen Therapien, die einen längeren Krankenstand nach sich ziehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einer Sonata-Behandlung nochmal operiert werden muss? Der Vorteil dessen, was ich gerade gesagt habe, dass wir ganz dicht an die Myome herankommen innerhalb der Gebärmutter, ist sicherlich auch der, dass wir sehen können, wie viele Myome sind wirklich da, wie viele müssen behandelt werden. Und das können wir alles innerhalb einer Sitzung machen. Das heißt, die Reinterventionsrate, also dass man nochmal behandelt werden muss wegen der gleichen Symptome, ist sehr gering. Wir können heute sagen, dass innerhalb von 5 Jahren bei ca. 90% der Fälle keine erneute Behandlung notwendig ist. Und ist die Behandlung was Besonderes, dass Sie das anbieten? Mit Sonata steht uns eine Therapieoption zur Verfügung, die es uns möglich macht, die Gebärmutter zu erhalten und trotzdem die Symptome, die Myome verursachen, zu beseitigen.
Und das auf eine sehr nachhaltige, wie man heute so schön sagt, dauerhafte Weise, was mich fasziniert hat, als ich diese Methode kennengelernt habe.